Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Simul 2. Mein Name ist Jan und wir fahren ein weiteres Szenario und zwar hier mal mit dem RE9 von Köln bis Aachen Hauptbahnhof. Wir halten überall und es gibt eine wichtige Sache, das habe ich in den letzten Folgen ein bisschen fehlerhaft, aber nur ein bisschen fehlerhaft gesagt. Und ja, man sieht hier die ganzen Sachen. Wir fahren mit der Baureihe 442, mit der Zugnummer 258. Wir haben auch noch eine 2589 hinten dranhängen, weil wir in Doppeltraktion fahren. 8 Waggons, 309,6 Tonnen und das Ganze ist 142,8 Meter lang. Das sind hilfreiche Informationen tatsächlich. Wir entriegeln mal das Ganze. So sieht das Ganze auch von außen aus. DB Regio, RE9, genau, den Regionalexpress. Wir haben ja Regionalbahn auch schon gefahren. Und das hier müsste Düren, wir rüsten gleich richtig auf, ich suche nur das Schild, wir sind in Düren jetzt gerade, genau. So, wir stehen als erstes mal auf, müssen jetzt schauen, dass wir jetzt nicht zu große Verspätungen oder so mit reinbekommen. Die PZB, genau, das lassen wir alles so, das kennt ihr ja, wie das hier abläuft. Türen schließen. Das lichtermäßig ist alles schon alles komplett richtig. Und wir haben wieder hier den Kombihebel. Das ist schön. Fahrt haben wir auch. 60 km/h Ausfahrt. Und heute, das ist eine andere Sache. Wir sind ja mit der Baureihe schon gefahren. Wir dürfen uns jetzt hier gleich befreien. Wir sind mit der Baureihe ja schon gefahren und heute, ja, wir dürfen uns noch nicht befreien. Aber heute will ich ja den eingebauten Tempomat mal mitnutzen. Das habe ich ja beim letzten Mal wirklich nur über Kombiregler selber alles alleine gemacht. Heute das Ganze noch ein bisschen anders. Das heißt, wir dürfen und werden jetzt ja eigentlich gleich schon auf die 160, weil ja, ich darf mich noch nicht befreien, darf ich nicht. Was ich sehr eigenartig eigentlich finde, aber gut, lassen wir das. Es wird schon alles seine Richtigkeit haben. Müssen wir die ganze Zeit aufpassen. So, jetzt wunderbar, endlich Stoff geben, Stoff, los jetzt. Wir müssen nämlich schon, oh mein Gott, in 4 Minuten in 8,8 Kilometer entfernten Langer Wehe sein. Also das heißt, ja, 160 km/h, aber bitte ganz, ganz schnell. Auf geht's. Hier kommt uns ein Kollege entgegen. Wunderbar. 148, 149 km/h. Wir haben es jetzt gleich erreicht und dann hauen wir mal den Tempomaten gleich rein. Ich drück mal jetzt. Ja. Hat er richtig gepackt. Wir können es nochmal, ja, jetzt auf 160 km/h, so ist perfekt. Ich hoffe, er hält es richtig. Und ich muss gerade sagen, ja, also ich habe mega Bock gerade aufs Game, die ganzen Szenarien so mal mit euch hier zusammen durchzuspielen. Ist ja, ich bin ein Güterfan, das heißt, nächste Folge, also ich versuche es immer so ein bisschen guten Wechsel mit drin zu haben. Und ihr könnt gerne immer Vorschläge auch reinmachen in die Kommentare. Ja, es macht einfach verdammt viel Spaß gerade. Wunderbar. So, da haben wir 80 km/h Ankündigung und das heißt schnell. Nee, das ist so ein Scheiß! Das ist so. Ich bestätige nichts. Wir fahren wieder an. Sorry, das muss man auch mal wirklich sagen. Also, auf manchen Strecken. Du kannst es bestätigen, so wie du willst. Also ich habe das Gefühl, manchmal ist der Magnet nicht richtig an der Stelle so einprogrammiert, dass er schon 10 Meter vor dem Signal oder sowas angeblich liegt. Und du kannst da so wie du willst bestätigen, das ist dann halt einfach zu spät. Also, ja, keine Ahnung. Nützt nichts, das ist jetzt die Verspätung. Es kann passieren, es ist passiert. Weiß ich, dass ich nächstes Mal noch mehr aufpassen muss, offensichtlich. Aber wir haben jetzt hier in ein paar wenigen Metern den Halt. 80 km/h dürfen wir theoretisch jetzt hier auch. Das war auch schon vorher. Beim Vorsignal war auch schon eine weiße 8. Auch sehr interessant.
Aber ja, wir sind natürlich noch in der Überwachung. Das Ganze übrigens auch natürlich, man sieht es hier, weil wir hier aufs andere Gleis geleitet werden, damit wir überhaupt halten können. Vielleicht haben wir ja sogar gleich eine Durchfahrt. Der Kollege, wenn das so sein sollte, wurde dann auf jeden Fall gut aufgehalten von uns. Das tut mir leid. Aber ja, Sachen passieren, ist nicht schön. Aber wir halten jetzt hier, das funktioniert. Und lassen die Fahrgäste zusteigen. Und denken gar nicht mehr drüber nach. Wir dürfen die Türen wieder verriegeln, haben weiterhin natürlich die Ausfahrt hier auch mit 80. Und ja, jetzt kommen wir natürlich ganz leicht in so eine Situation, dass sich ja so Verspätungen wiederholen können. Zum Glück haben wir ja auch Ausfahrt und müssen jetzt nicht, dadurch, dass wir sowieso schon eine Verspätung haben, dass schon, keine Ahnung, ein weiterer Zug irgendwie rangerauscht kommt, der irgendwie dann ja, Vorfahrt hat. So ist es zum Glück nicht. Das wäre sehr ungünstig. Vollgas. Ja, wir müssen gleich nochmal schauen, dass wir werden wahrscheinlich bei den 80 km/h noch nicht ganz drüber sein. Doch, ja. Jetzt dürfen wir auf die 160 auch wieder hoch beschleunigen. Und in 6,7 Metern, 6,7 Meter, genau, das wäre ziemlich knapp. 6,7 Kilometern Eschweiler Hauptbahnhof um 12:24 Uhr. Wir werden wahrscheinlich 2 Minuten später ankommen. In der Hinsicht anspruchsvoll dieses Szenario, dass wir hier, ja, wir haben es bestätigt, keine Zwangsbremsung. Jetzt müssen wir es nur mit dem Bremsen richtig hinbekommen, dass wir hier immer wieder dann rausgeleitet werden und dementsprechend ja, immer die vorgegebene kmh-Zahl natürlich für das jeweilige Gleis einhalten müssen. Und dieses Mal ist das aber alles weniger ein Problem. Haben wir es jetzt hier gleich alles vollständig richtig erreicht und können jetzt wieder eigentlich ein Tempomat. Das ist so ein Scheiß. Ich hab's doch bestätigt. Wir fahren wieder. Ja, gerade gesagt, anspruchsvolles Szenario und erklärt weswegen. Und ja, es ist es offensichtlich. Auch wenn ich ja alles bestätigt habe, aber offensichtlich nicht, zumindest laut dem Spiel, nicht rechtzeitig. Das sagt uns das Ganze, ja. Schade, es sind immer wahrscheinlich irgendwelche Millisekunden von dem, weil da das so, ja, nicht passt. Keine Ahnung. Egal, auch hier haben wir jetzt gleich wieder, wären schon früh und sehr spitz. Trotzdem nur die 60, beim anderen sogar 80, obwohl, ja, aber gut, es ist halt so. Geschwindigkeitsüberschreitung, das wollen wir auf jeden Fall nicht haben, werden wir auch nicht haben, haben wir auch nicht. Aber ja, wir fahren jetzt hier nach Eschweiler Hauptbahnhof ein. So, und leiten natürlich auch die Bremsung ein. Vielleicht nicht ganz so harsch. Definitiv nicht so harsch. Aber es passt soweit. Der Bahnsteig ist auch lang genug, also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das langsame Einfahren bei schon einer Verspätung ist natürlich doppelt ärgerlich, aber ja, dagegen können wir natürlich nichts tun. Und dafür muss ich auch sagen, ich will mir jetzt nicht die Schuld wegreden, aber ich fühle mich relativ machtlos bei den beiden Situationen, weil ich eigentlich das getan habe, was verlangt wurde, nur offensichtlich nicht exakt genug, was ich für Quatsch finde. So, das Verfahren hier mit den Zusteigen läuft aber gut, problemlos und schnell. Wir sind wieder befreit und haben Ausfahrt mit 60 und dann auf der Strecke ist dann hier aber auch nur noch 120 erlaubt. Nicht mehr 160, was aber wahrscheinlich auch dazu führen wird, dass das dass das Bestätigen leichter sein sollte, weil wir auch nicht so schnell fahren, dementsprechend auch die Reaktion darauf. Aber gut.
Schauen wir mal. Ja, schauen wir auch mal, dass wir wirklich. Ja. Jetzt dürfen wir auch. 120. Gib ihm. In 3 Kilometern. Stolberg. Hauptbahnhof. Vamos. So, die hier angekündigt und da bestätigten 110 haben wir reibungslos so erreicht. Jetzt bin ich gespannt. Hier wird die Strecke wirklich groß. Ob wir tatsächlich jetzt nochmal auch gleich abgeleitet werden. Oder ob das jetzt gleich ein bisschen gnädiger sein wird. Also generell. Bis jetzt schaut noch alles gut aus. Und dürfen auch mal die Leistung abschalten und anfangen zu bremsen. Also ja. Einmal von A nach B. Ganz normal so, wie man es normalerweise erwarten würde. Ist doch auch schön. Also das verfluchte Szenario ist bis jetzt verflucht, aber vielleicht haben wir jetzt haben wir das Ganze so, wie es nicht laufen sollte, hinter uns. Zumindest wenn wir nicht über das Ziel hinausschießen. Wo wir mit einer doch etwas stärkeren Bremsung vielleicht ein paar Sekunden wieder mit rein, auch wenn es ein bisschen unschön ist. So, Fahrgäste sollen bitte zusteigen. Wunderbar, das funktioniert. Wir sind ja Stolberg im Rheinland. So, Türe verriegeln. Ich sag mal, ja, 4 Minuten Verspätung ist quasi immer noch im Bahnland Deutschland nichts, behaupte ich jetzt einfach mal frech. Und auch was die Ausfahrt angeht, können wir gleich weiterhin bei den 110 km/h bleiben und dann demnächst sogar auf 140. Das heißt, da machen wir jetzt erstmal weniger im Kopf. Wir beschleunigen mal. Hier wartet sogar ein anderer Kollege noch auf Einfahrt. Ja, haben wir gesehen, da stand schon, war ein Gleis belegt. Hier ist wohl in der Gegendrichtung ordentlich Verkehr vor uns. Zum Glück noch nicht, der ist aber wahrscheinlich auch einfach schon weiter weggefahren, weil wir selber die Probleme hatten. Wir stellen jetzt das Ganze hier auf 140 km/h und dann sind wir glücklich. Unter 1 Kilometer bis nach Eilendorf, wir leiten den Bremsweg ein. Ja, vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker. Ja, vielleicht wirklich ein bisschen stärker. Hier ist auch kein weiteres Gleis daneben wie in anderen Bahnhöfen. Ja, das funktioniert jetzt aber. Jetzt können wir wieder. Also, ich bin dann doch immer ein bisschen vorsichtiger, wie gesagt. Möglichst, also das Schlimmste ist halt einfach drüber hinausschießen. Aber auch hier, ja, so bremsen, dass man doch am Ende vielleicht ein bisschen Zeit gewinnt. Und dann lassen wir wieder die Fahrgäste hier zusteigen. Und ja, es hat auch was gebracht. 1 Minute jetzt nur Verspätung. Da hatten wir doch schon deutlich mehr. Türe werden wieder verriegelt und wir haben wieder Abfahrt und wollen natürlich so schnell wie möglich wieder noch mehr Zeit reinholen in 3,3 Kilometern Aachen Rote Erde. Oh, ist ja schon fast nach hier Fußball an. Aber das ist in Dortmund. Ja, 140 dürfen wir noch. Und da wollen wir auch so schnell wie möglich hochbeschleunigen. Ja, gut, in einer halben Minute sollen wir da sein. Also wie gesagt, die 1 bis 2 Minuten Verspätung, das werden wir jetzt da noch drin behalten. Ist aber okay. Da blinkt was, das bedeutet 120 km/h. Die habe ich auch schon so eingestellt. Ich dachte mir, ja, mehr. Ja, das lohnt sich eh nicht. Das passt, das ist wunderbar. Schauen, ob da vorne gleich irgendein Signal noch vielleicht mehr sagt. Leistung schalte ich aber schon mal ab. Rollen wir
bis nach Aachen, Rote Erde. Und was will mir das Signal sagen? Das will mir nämlich noch mehr sagen. 100 km/h will das mir sagen. Das ist okay, bestätigen wir. Ja, nimmt es auch diesmal. Also, ja, ich hatte einfach Pech am Anfang des Szenarios, offensichtlich. Ist ungünstig, aber ja. Kann auch mal sein. Oh Gott. Ja, und dass die auch mehrere Vorsignale haben hier auf der Strecke, die man alle bestätigen muss, ist auch ein bisschen frech. Das ist mir das zweite Mal war es so ein Signal, was mir zum Verhängnis geworden ist. Da habe ich halt ein bisschen, wahrscheinlich tatsächlich in dem Fall wirklich spät geschaltet. Wir lassen die Fahrgäste wieder zusteigen. Das funktioniert. Ja, und was das angeht, da wird es vorne auch immer wilder. Da haben wir nämlich jetzt schon nach den 100, die wir jetzt gerade haben, und ab dem Moment da dürfen, haben wir dann da auch schon wieder die 70er-Ankündigung. Also jetzt hier wird drastisch reduziert. Deswegen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also an der Weiche da vorne wird es jetzt nicht liegen. Ja, ich denke mal, wir müssen gar nicht auf die 100 hochbesteuern. Wir nehmen gleich die 70 rein. Aber es wird wahrscheinlich ja an Aachen Hauptbahnhof liegen. Unsere Endstation 12.41 Uhr. Ja, wie gesagt, 100% pünktlich wird es nicht. Macht aber auch nichts. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf das Signal. Normalerweise sind die Fehler eher am Ende des Szenarios bei mir. Das ist Wahnsinn. Das ist so Wahnsinn. Wir fahren wieder los. Also das ist wirklich auf der Strecke offensichtlich. Weiß ich nicht. Muss ich wohl von vor dem Signal bis nach dem Signal einfach die Taste spammen. Das ist halt, ich weiß nicht. Oder ob es am Fahrzeug liegt, dass das irgendwie die Schnittstelle, das, ich weiß es nicht. Aber das auf der Strecke, das habe ich ja sonst nie. Also das ist ja, war auch ein bisschen Karma, dass ich das gerade nochmal erwähnt habe, dass das dann doch am Ende kommen musste. Aber das ist schon, das ist wild. Und dabei liegt hier ja auch noch nicht mehr ein Magnet. Aber ich habe Angst, ich muss es trotzdem bestätigen. Es ist dumm, aber auch hier bestätigen wir das Ganze. Vorher, hinterher, 40 km/h. Ja, die haben ja schon drin, sowieso, wegen der Überwachung. Ey! Ich schalte die PZB jetzt aus, ist mir egal. Also die funktioniert ja offensichtlich hier gerade gar nicht. Ich weiß, in echt kannst du natürlich, wenn du die Taste, wenn du das einfach spammst und so, natürlich wirst du für dumm gehalten, du bekommst Zwangsbremsung, aber das ist natürlich so im Spiel nicht. Du kannst das ist frech, das ist richtig frech. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich tatsächlich was offensichtlich falsch mache und ich mich ohne Grund aufrege und ihr denkt, Alter, ist der dumm, dann das gerne in die Kommentare. Ansonsten bin ich der Meinung, dass ich ja einfach nur PZB wachsam drücken muss innerhalb von 3 Sekunden nach dem Magnet. Ja, gut, wir haben jetzt die PZB aus, aber ich mache es einfach nochmal her, ja, für das Gewissen. Und halte mich natürlich trotzdem an dem, was ich fahren darf. Aber, ja, also, kein Kommentar. Aachen Hauptbahnhof, wir sehen es, 40 km/h. Ja, das haben wir drin, alles wunderbar, danke sehr. Auf ein rot fahrendes Signal fahren wir jetzt auch noch hinzu. Wir denken uns jetzt einfach den 500-Hertz-Magneten, der dort jetzt eigentlich demnächst irgendwann liegt. Ja, unser Gleis haben wir auch dankenswerterweise gefunden. Dementsprechend, wie gesagt, wir fahren so langsam ein wegen dem PZB-Magneten. Aber ja, ich kann nicht sagen, es hat Spaß gemacht. Also es hat schon Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für euch auch trotzdem eine tolle Unterhaltung. Aber es war schon wild. Es war wild. Aber nichtsdestotrotz, ja, mit der technischen Situation gut gehandelt und trotzdem 3,5 Minuten nur zu spät. Das hätte deutlich mehr eigentlich geben können. Und deswegen, in der Hinsicht kann man sogar noch zufrieden sein. Das war in Ordnung. Der Rest, naja.
Damit ist das Szenario abgeschlossen. Es war interessant. Aber man muss ja sagen, innerhalb von Deutschland, ja, ist man ja eher zu spät, wenn man, ich glaube, 6, 7 oder 8 Minuten oder sowas zu spät ist. Ich weiß gar nicht, es könnte sogar sein, dass im Nahverkehr und Fernverkehr sogar nochmal anders geregelt wird. Aber ich würde sagen, wir sind mit den Umständen entsprechend ziemlich schnell unterwegs gewesen. Und ich freue mich schon auf das nächste Szenario. Vielleicht jetzt nicht mit der Bauerin, nicht auf der Strecke nochmal so. Weil anders klappt es ja, also ich weiß nicht, es muss schon irgendwo da jetzt ein Fehler gelegen haben. Keine Ahnung. Aber ja, hier die Playlist und hier ein weiteres Video nochmal von Trains in World. Ich bin gespannt schon aufs nächste. Ich hoffe, ihr auch.